Christian Lindner, es ist Zeit für einen Rücktritt. Es gibt 5 entscheidende Gründe, warum Christian Lindner umgehend zurücktreten sollte und warum seine bisherige Amtsführung eine Belastung für die FDP darstellt. Erstens, sein Beitrag zur Ampelregierung als Finanzminister ist eine Belastung für die FDP. Er agiert entgegen dem Willen der Parteibasis und lässt dabei außer Acht, dass die Partei laut Umfragen lediglich in Baden-Württemberg noch eine politische Perspektive hat. Die Liberalen sind derzeit politisch kaum wahrnehmbar. Lindners unverhältnismäßige Kompromissbereitschaft gefährdet nicht nur die Werte der FDP, sondern schadet auch der Glaubwürdigkeit der Partei. Zweitens, sein Kommunikationsstil ist nicht nur überheblich, sondern grenzt an Ignoranz. Früher mag das arrogant wirkende Auftreten toleriert worden sein, doch in der aktuellen politischen Landschaft ist dies ein unverzeihliches Risiko. Seine hochmütigen Reden und Äußerungen treiben Wähler zu anderen Parteien, einige davon sogar in die Arme der extremen Rechten. Eine Führungspersönlichkeit sollte nicht nur klare politische Positionen vertreten, sondern auch die Wähler ansprechen und für die Partei gewinnen können. Lindner versagt hier kläglich. Drittens, der Verlust der Basispolitik innerhalb der FDP ist alarmierend. Lindner gibt sich zunehmend neoliberal und vernachlässigt die eigentlichen Werte der Partei. Diese fundamentale Abkehr von den Prinzipien der FDP gefährdet nicht nur die interne Einheit, sondern auch die politische Identität. Ein gefährlicher Weg, der die Partei in eine bedenkliche Richtung führt. Viertens. Lindner zeigt keinen Willen, sein Team zu stärken. Seine Selbstüberschätzung hindert ihn daran, neue Talente zu fördern und aufzubauen. Anstatt frischen Wind in die Führungsebene zu bringen, hält er starr an alten Gesichtern fest, die längst überholt sind. Die FDP braucht jedoch dringend eine dynamische und zeitgemäße Führung, die den aktuellen politischen Herausforderungen gewachsen ist. Fünftens, seine Führung des Finanzministeriums zeugt von Inkompetenz und Unfähigkeit. Der späte Austausch von Fachbereichsleitern deutet auf eine eklatante Schwäche in der strategischen Planung hin. Es entsteht der Eindruck, dass Lindner mit den grundlegenden Aufgaben seines Ressorts überfordert ist. Diese Anzeichen einer ineffektiven Führung sind nicht nur peinlich, sondern werfen auch ernsthafte Zweifel an seiner Eignung für das Amt auf. Ein Rücktritt von Christian Lindner als Finanzminister wäre nicht nur überfällig, sondern könnte auch die einzige Möglichkeit sein, den Schaden, den er der FDP zugefügt hat, zu begrenzen. Die Partei benötigt dringend eine Neuausrichtung und eine Führung, die die Interessen der Mitglieder und Wähler authentisch vertritt. Christian Lindner, es ist Zeit für einen Rücktritt. Dies war eine Produktion der Radikal Live Studios. Nicht vergessen, folgt uns auf Spotify oder Apple Podcasts.